Herzlich willkommen zurück zu Ni No Kuni. In der letzten Folge sind wir aus Mama Morgana rausgeploppt. Einfach so. Und das ganz ohne Gleitgel. Oh. So. Wir sollen jetzt Tröpfchen erstmal finden. Der muss irgendwo noch im Dorf rumhängen. Und wir haben auch ohne Ende Zauber bekommen, wovon wir im Endeffekt in nächster Zeit einen brauchen werden. Ja, und irgendwie sind die auch nicht alle im Buch. Und die sind auch nicht alle für uns irgendwie, weil wir können die auch gar nicht hier auswählen, ja, alle. Ja, das ist sehr merkwürdig und wir können im Endeffekt, glaube ich, nur giftiger Apfel selbst auswählen. Ja. Der Rest ist irgendwie für Feen nur. Irgendwie oder so, oder kommt später? Keine Ahnung. Also sie können es auf jeden Fall nicht hier benutzen. Irgendwie kommt da noch irgendwas auf uns zu, was wir noch nicht kennen. Ja. Das wird ganz merkwürdig. Ja. Naja. Wir gehen dann jetzt erstmal Tröpfchen suchen. Ich weiß zum Glück, wo der ist. Look at Mr. Drippy. Come on, don't go getting all soppy on me. Oi, I thought I told you to... Hihi, er scheint ja doch eine liebevolle Seite zu haben. Familie ist nun mal Familie. Tröpfchen. Das ist der Ort, an dem du zu Hause bist. Sollen wir gehen? Vielleicht sollten wir das, ja. Immerhin gehört er hierher. Ja. Stimmt. Oh. Es bleibt uns nichts über, als Tröpfchen zu verlassen. Wir müssen jetzt gehen. Wir können auch nicht mit ihm sprechen, das haben wir auch versucht. Wir kommen nicht an ihn ran. Aber die Fehlinge schirmen ihn ab. Ja. Er ist hier zu Hause, wir lassen ihn jetzt hier. Und wir haben keine andere Wahl. Der Stern zwingt uns dazu. Der böse, böse Leitstern. Ja. Der ist da. Tja, wie spät ist es eigentlich? 28, okay. Wir gehen jetzt zum Schiff. Sammeln noch diese Schwammsteine ein. Nein, hau ab, du. Das ist kein Schwammstein, das sind Zwergenbärte. Ich habe das viel verarscht, hast du gesehen? Ja. Das Schiff geht wieder. Kapitän Simbad. Oliver, dem Himmel sei Dank. Ich hoffe, dass du wenigstens einen passablen Unterschlupf für die Nacht gefunden hast. Aber ja doch, wir waren in einem Berg und sind rausgeploppt und wir haben noch jede Menge leckeres Essen bekommen. Es ist so ein kleines Dorf auf der Insel. Ein Dorf und Essen? Freut mich, das zu hören. Und es freut mich, dir mitteilen zu können, dass meine Männer die Reparaturen abgeschlossen haben. Das Schiff ist bereit, in den See zu stechen, wann immer du willst. Soll ich den Befehl geben, den Anker zu lichten? Tröpfchen auf Hihiti zurücklassen. Ja. Ja, ja, bitte. Du scheinst Sorgen zu haben. Hast du etwas im Wald zurückgelassen? Nein, nein, wir können aufbrechen. Wunderbar, dann singen wir los. Wir haben das Richtige getan, oder? Natürlich, Familie ist das Wichtigste im Leben, das wissen wir alle. Und er ist kein kleines Kind mehr. Vielleicht ist es an der Zeit, dass er mal sesshaft wird. Und wir sind ja auch noch da, Oliver. Wir drei schaffen das, wenn wir zusammenarbeiten. Da habt ihr sicher recht. Hey! Hä? Habt ihr das gehört? Was? Mr. Drippy! Are you forgetting someone? Es ist Jesus. Oh, ich bin total fertig, Mann. Wollt ihr denn ohne mich abhauen oder was? Aber Tröpfchen, wir dachten, dass du im Feenhaus bleiben willst. Wir hatten das gesagt, Mann. Und wann genau? Ich will Namen, Datum, Uhrzeit. Wir dachten eben, alle deine Freunde sind doch dort. Natürlich sind die das, Mann. Und ich mag sie auch alle sehr, sogar die Doofen. Aber wir beide sind schon ein Team. Seit du noch ein kleiner Knirps warst und ich nur eine Puppe, oder Olli? Ich bin mit dir durch dick und dünn, Mann. Erinnerst du dich noch daran, was du gesagt hast? Ich bin dein Freund, hast du gesagt. Ihr seid alle meine Freunde, meine Gefährten, meine Brüder und Schwestern, meine Familie. Ich glaube, ihr kommt gleich hoch. Klappe zu, was ich sagen will. Ihr Leute seid mit mir geschlagen, ob ihr wollt oder nicht. Also gewöhnt euch hier dran, okay? Jawohl, Tröpfchen. Wir wollten doch nur nett sein, nachdem wir gehört haben, was du gestern zu deinen Freunden gesagt hast. Oh, das ist also alles meine Schuld jetzt. Jetzt verstehe ich. Ihr glaubt wohl, dass ich nichts beisteuere, oder? Na fein, ich werde aber jetzt einen kleinen Trick benutzen. Da werdet ihr Bauklötze staunen. Tröpfchen hat es endlich auf die Reihe gekriegt und hat dann jetzt die Tränenschleierfähigkeit verwendet. Tröpfchen ist nützlich geworden. Diese Beschreibung ist total geil.
Ha, ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Na egal, es sieht aus, als ob der ganze Haufen jetzt beisammen ist. Sollen wir endlich weiterziehen? Genau das, ab nach Schweinfurt und zum großen weißen Herbstlande. Willkommen. Auf geht's. Tröpfchen hat sich dir wieder angeschlossen und ist nur nützlich geworden. Die Attacke ist übrigens total random. Ja. Die dreiste Unverfrorenheit des Herzens der Tränenfee hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Also bei mir kam die erst einmal vor. Und eine neue fantastische Geschichte. Und danach bin ich direkt gestorben. The Eye of the Storm. Until now, the use of this most ancient of magics was the sole privilege of the overseers of this world. Was it too much for you, perhaps? We granted you this privilege that you might finally dispose of the prophesied one. My apologies, Your Radiance. But the boy, he has a unique power. Perhaps. Or perhaps you simply lack the power to stop him. Perhaps. Apis. Forgive me, Your Radiance. Majesty, the boy is clearly protected by the most potent of magics. Could it be the sage, Alicia? I had wondered, Your Radiance. She who was foolish enough to stand against you. You think she troubles us even now, in the present? The power that protects him would suggest so. But he will need more than the sage's aid to save the world. He cannot succeed without the weapon of the ancients, the wand wrought by the wizard king. Mornstar. Indeed. But we have no cause to fear its power. He will not find it. I have made that impossible. Making a wand disappear was the simplest of parlor tricks, after all. You mean to say you have rid us of Mornstar? I have. The most enduring symbol of the Wizard King's rule now drifts free of time and space. Mornstar. Fashioned in the image of our own council's wands and bestowed upon humanity. Yet now, a mere hindrance. You are certain the boy cannot possess it? Not now, nor for all eternity. Mornstar. Tja. Und zurück auf dem Schiff. Ist wohl ein Mitglied des Rates nicht ganz so... Ganz so ratig. Ganz so auf Seite der bösen weißen Hexe, Königin, Hexenkönigin. So, das ist doch vorne so eine Insel. Da waren wir nicht drauf, ne? Letztes Mal. Ja, da wollten wir hin, Schatzi. Und dann... Nein. Wo meinst du? Da, die was, Insel was da vorne, die wir da sehen. Die Dicke? Ja. Vor der hatten wir Angst. Ja. Gründe, glaube ich. Ich speichere mal. Du hast doch immer noch nicht die Monster-Hack gemacht. Ich will die nicht machen. Nicht jetzt. Nein. Aber. Wo ist denn die? Du bist doch jetzt. Das habe ich alles davor gemacht gehabt. Ja, du? Ja. Du warst ja auch awesome. Ja, danke schön. Na gut, ich versuche mal dahin zu kommen. Das wird jetzt bestimmt ganz einfach sein. Meinst du, es ist voll die weite Reise jetzt? Ich werde das schon dahin kommen, nicht überleben. Was ist das da eigentlich für eine Insel, so eine einzelne? Die könnte gefährlich sein. Ja, die sieht irgendwie gefährlich aus. Das kommt hier wohl. Da liegt bestimmt nur aus dem Item drauf. Oh, ich versuche das mal. Oh Gott, über Monster hier, ey. Steht da was drauf? Ein Stein. Kann man da drauf? Da kann man drauf, auf einer Seite nur. Ein Steinchen. Kann man da drauf? Nee, kann man nicht. Nee, das ist alles Felsen, ne? Kann man nicht dran anlegen. Oh. Was hat das mit diesen Steinen auf sich? Die habe ich schon öfter gesehen. Echt? Ja. Zweite, den ich sehe. So, ich muss da hinten hin.
ohne Kämpfen dahin kommen. Ist das hier, dass du da hin musst? Ja. Okay, ja. Ich war gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Orientierungslos. Wie immer. Ja. Kommt mal, gab es hier eine Fähigkeit, mit dem Schiff schneller zu schwimmen? Ja. Dieser Insel lag doch was, ne? Die gab's. Musst du Auftragsexpress suchen. Aha, die prachtvolle Tracht. Du so. So. wo haben wir denn hier? Du brauchst nichts, kannst nichts tragen, die Schlammrobe. Nee, das ist doof, dass du die nicht tragen kannst. Oh, das ist aber dürflich. Oh. Die macht die Verteidigung zu weit runter, die lohnt sich nicht. Ja. Behalten wir die erstmal. Doof. Vielleicht können wir daraus ja mal was zaubern. Du meinst, sie müsste jetzt eine Leichtigkeit sein, die Jagd. Weiß nicht, auf jeden Fall leichter als zu dem Zeitpunkt, als ich die gemacht habe. Ich wette, ich verrecke. Auf jeden Fall kann ich dann die Quest in Laguna nochmal abgeben, wenn ich eh schon hier bin. Krabbenquest. Ja, genau, stimmt. Ah, der Typ sieht schon so gefährlich aus. Ich glaube, du kannst doch bestimmt doch neue Sachen annehmen, oder? Neue Aufträge. Bestimmt. Nebenaufträge. Na gut. Den Golymp angreifen. Hallo. Na, wenn das mal jetzt nicht schief geht. Das wird nicht schief gehen. Stay calm now. Das wird schon. Was hat denn der so? Feuer wird den nicht jucken. Der ist steinig, also alt, oder? Würde ich vertippen. Steinig, also Eis. Ja. Ich versuch das jetzt mal. Zauber, Eiseskälte. Entladung? Strom? Hä? Über die Nike so? Okay. Tatsache. Das war knapp. Seltsam. Naja. Obwohl, Wind könnte es ja sein. Nicht mehr. Guck mal, wie viel du den schon abgezogen hast. Nicht mehr. Nicht mehr Sturm, das wird mehr Wind sein wahrscheinlich, was wir ihn womit wir ihm abziehen. Keine Ahnung, ich verstehe dieses Element nicht so richtig. Ja, das ist ganz komisch. Windelement ist irgendwie sehr merkwürdig. Irgendwie ist der leicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Danke. Nett. Weißt du, wie ich den gemacht habe? Ich habe dem immer so 5 abgezogen oder so. Ja, ich weiß. Das war sehr spaßig. Ist da schon wieder nichts zum Heilen, ey? Doch, hat sie noch. Warum macht sie nichts? Oh, toll, dass du dich heilst. So. Ja. Ja. Ach, schön. Klar. So, Schockwelle wieder nicht. Ja, Schockwelle ist aber auch, glaube ich, gar kein Dingszauber, kein Stromzauber. Neutraler irgendwie. Gegen neutrale Angriffe ist er ja, siehst du ja, ist er ja immun. Ja. Ist ganz merkwürdig bei dem halt. Bei dem Element. Jetzt war nicht so geil. Nicht so wieder. Ach nee, ihn hatte ich raus. Ja. So. Tornado! Ja. Komm. Tornado ist voll schnell. Verbraucht nur 4 MP und es hat eine geringe Refreshing-Zeit, Abbringzeit. Dann ist tot. Naja. Oh Mann. Naja. Oh Mann. Als nächstes ist Esther dran, wenn wir nicht aufpassen. Ja. Esther. Esther hat keine MP. Oh, dafür hat sie noch MP. Dafür hat sie noch MP. Ist klar. Esther, du kannst aber auch ruhig mal. Ich habe keinen Eiskaffee, ne? Nee. Den starken Kaffee lohnt sich nicht mehr. Jetzt mach ihn platt. Ja, ist ja gut. Mach ihn platt. Du bist ja nur noch so 2-mal. Ja. Über ihn, Nike. Komm schon. Über ihn getankt. Ja, die tankt übelst. Deswegen stirbt die auch immer. Eben, Staudi ist der Tank. Warum macht die das nicht immer? So. Ja, war voll hart, der Kampf. Wir haben viele Verluste zu verzeichnen. Ja, und der hier hat sich gar nicht in die Hose gemacht vorher. Bauchklatscher. Oh, schön. Außerdem, dann kann ich ja sowieso zurück nach Dings. Ja. So. Gut. Wo ist mein Schiff? Ich muss nach Hause. Ich habe eine glorreiche Tat vollbracht.
drin willst du, glaube ich, immer noch sterben. Ja, wir gehen nicht durch diese Tür durch. Das hat Gründe. Ich dachte mir das letzte Mal, ja, wenn du davor stand, boah. Gehen wir mal rein, wa? Gehen wir mal rein, wa? Ja, geht da nicht rein. Nicht jetzt. Solltet ihr jetzt lassen. Keine gute Idee. Nee, das ist gar keine gute Idee. Da laufen zwar nur so Tiger rum. Aber das sind irgendwie... Das ist, glaube ich, die höchste Entwicklung der Tiger und die hauen euch so aufs Maul. So aufs Maul. So die Bitch. Oh Mann. Oh. So, wir gehen mal kurz der Laguna einen Monsterquest abgeben. Und hier Dings. Die Krabbenquest. Die Quest. Ha? Als sie übrigens gefarmt hat hier meine... Hab ich hier. Dann hat sie Glimmsteine gefunden, ja, die wir für die Fackeldolchquest brauchen. Aber wir haben noch keine Steinsplitter, deswegen bringt uns das noch nichts. Ja. Ach ja, die Federn muss ich auch noch holen. Welche Federn? Wie für die... Ach so, hast du auch noch nicht gemacht? Nee, hab ich noch nicht gemacht. Wieso? Ich war noch nicht in der Wüste, die machen wir später. So. Hast du die Quest nicht gemacht? Deswegen war ich so schwach, weil ich die Quest nicht gemacht habe. Ja. So, hey Krabbe. Wir haben deinen verschollenen Freund gefunden, Krabbe. Wirklich? Habt ihr ihn mitgebracht? Tja, also gegessen. Oh. Er ist also auf einer Wüsteninsel gestrandet? Aber es scheint ihm nicht allzu schlecht zu gehen? Ja, warum gehst du ihn nicht besuchen? Besuchen? Hm, ja, vielleicht sollte ich das. Schließlich hat er mich eingeladen. Hör mal, vielen Dank, dass du ihn gefunden hast. Hier, für dich ist das Mindeste, wo du dir doch die ganze Mühe gemacht hast. Wo auch immer die Krabbe die drei Tassen starken Kaffee gelagert hat. Wo auch immer. Und wie auch immer sie an die ganzen Gulden gekommen ist. Ja. Aber gut. Scheint im Meer eine Menge Gulden zu geben. So, und dann einmal zum Monster-Typen. Im Krug ist auch noch was drin. Da muss der Kaffee doch voll kalt sein. Ja, der ist allgemein immer voll kalt. Ist bestimmt Eiskaffee. Das ist richtig ekelhaft. Da steht ja nicht drei Tassen heißer starker Kaffee, da steht nur Kaffee, starker Kaffee. Ja, aber... Dass der heiß ist, aber der dampft, ne? Kalter Kaffee ist ganz schön. Dampft der? Nee. Der ist kalt. Boah. Boah. Bäh. Bäh. Pfui, bäh. Ne. Die Kulden. Ey. Was sagst du? Yay, hab ich gesagt. Achso, yay. Guck mal da rein. Oh Gott. Yay. Ja, wir können jetzt übrigens auch ganz alt... Feenforst und so. Es gibt überall Quests auf der Welt. Aber da sage ich euch, das machen wir später. Das bietet sich später einfach an. Okay, einmal Prämie einfordern für den heiligen Dolch. Guck mal, 5 Stempel und ein heiliger Dolch. Und ein heiliger Dolch. Und einen weiteren als Bonus? Hä? Warum habe ich denn jetzt 6 gekriegt? Weil Bonus, aus Gründen. Eine habe ich noch. Ah, schneller fahren, Gott sei Dank. Jetzt müssten sich mehr freischalten. Genau, und jetzt schalten sich mehr frei. Und jetzt müssen wir 3 Stempelkarten haben. Ja. Okay. Jetzt können wir schnell auf dem See fahren. Das merkt man auch ein bisschen. Jetzt gehen wir nochmal pennen. Bietet sich an. Bietet sich an. Ha? Ja. Ah ja, ja. Hatten 28, hatte ich gesagt, ne? Gut, haben wir jetzt 24 Minuten. Ja. Oh weh. Einmal schlafi, schlafi. Einmal schlafi, schlafi. Ja. Hab ich schon wieder 3000 Gulden. Ja. Awesome. Ja. Ich hab den heiligen Dolch noch, den muss ich noch gucken, wen der anziehen kann. Mir! Nee, du kriegst keinen Dolch. Aber... Ich glaube, der heilige Dolch war für Nudel. Nein, der war für mich. Nee, ich glaub nicht. Dass nein, der war für mich. Nein, der durch war. Nein, der war für mich. Sicher? Ja. Für mich, sagt sie. Ja, für mich. Wann? Ich krieg den. Doch. Siehst du? Aber der macht dich schlechter. Ja. Deshalb haben wir den auf der Katze. Bei der blockiert gegeben. Gegner geht. Genau. Bei dir. Ja. Aber der war auch, glaube ich, gut gegen später auftauchende Gegner. Der heilige Dolch. Ja. Hast du recht? Hast du recht? Warum habe ich das getan? Egal. Ich weiß es nicht. Tu mir Strom. Ja. Heiliger Dolch, komm. Ja. Komm. Ja. Ich meine, der eine Angriff ist jetzt offen. It's important. It's very important. Naja. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Dafür sind ja 2 andere Werte hochgegangen und der Angriff ist 1 runtergegangen. Ja.
würde mir jetzt das Genick brechen. Ich sehe schon kommen. Ja, jetzt stirbst du. Ja. Tot. Sofort. Ein Schritt aus der Stadt und tot. Bam. Kaputt. Das kommt Monster, sagt, mach kaputt. Und dann... Dann zack, boom. Tot. Kaputt. Du, ja, alles kaputt. Jo. Ach ja. Nü? Wir haben jetzt 24 Minuten. Das reicht eigentlich mal so als Folge. Muss ja nicht immer übelst lang sein. Wir beenden hier den Part und sehen uns im nächsten Part wieder bei Ni no Kuni. Tschüss. 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 Auf Wiederhören.